Stefan Chesney, 1951 in München geboren, lebt in Köln, New York, in der Karibik und Südfrankreich. Er war wesentlich am Aufbruch der wilden Malerei beteiligt, die Ende der 70er neue Möglichkeiten gegen die blutleere Kopflastigkeit von Minimal und Konzeptart erprobte. Rainer Opoku heute zu Gast bei Stefan Chesney in seinem Kölner Atelier. Chesney gehört zu den erfolgreichen Künstlern. Er ist ein Kosmopolit, der vor allem die schönen Plätze auf dieser Erde liebt und dort auch zeitweise lebt. Stefan, du bist seit mehr als 25 Jahren Maler und Künstler. Du kommst aus einem sehr künstlerischen Haushalt. Deine Eltern sind beide Schriftsteller, dein Vater hat einen Verlag gegründet. Wie bist du selber zur Kunst gekommen, zur Malerei? Wie hat sich das für dich in dir entwickelt? Ja, also wie du schon angeführt hast, meine Eltern sind beide Schriftsteller. Aus dieser Schriftstellertätigkeit ist bei meinem Vater dann auch ein Verlag entstanden und später war er auch nochmal Herausgeber beim Rowohlt Verlag. Und ich bin in einem stark literarisch und kritischen Haushalt aufgewachsen, in dem alles diskutiert wurde, was in dieser Zeit so intellektuell virulent war. Und aus dieser Welt heraus wollte ich eigentlich auch erst schreiben, habe dann aber in der Opposition sozusagen der Pubertät die Malerei entdeckt, aber auch über einen intellektuellen Weg, weil das war der Weg, der in dieser Familie sichtbar war, über Sartres Beschreibung von Giacomettis Dasein sozusagen, bin ich immer mehr in die Kunst reingekommen und habe dann angefangen zu malen. Das war so im Alter von 14, 15. Gleichzeitig habe ich noch sehr stark Musik gemacht. Das habe ich ja bis zum Alter von 20 Jahren habe ich in Gruppen gespielt, war Schlagzeuger. Aber irgendwann hat dann die Malerei überwogen und so kam ich eigentlich aus einem sehr kulturell ambitionierten Familie zur Malerei, wobei ich sagen muss, man denkt nicht, es wurde mir eher schwer gemacht, weil die Eltern eben dachten, es gibt so viel hungerleidende Schriftsteller, jetzt auch noch einen Maler dazu, das wäre nicht so in ihrem Sinne. Da haben sie sich aber bei dir getäuscht. Ja. Weil ich meine, abgesehen davon, dass deine Malerei sicher nicht eine Art, eine schwere Malerei ist, sondern eine positive, fröhliche, auch im gewissen Maße dekorative Kunst. Das hat nichts mit schwerer Literatur zu tun. Das ist eigentlich eher der Gegensatz, würde ich sagen. Ja, also ich habe natürlich einen sehr komplexen Weg hinter mich gebracht. Zuerst war ich sehr stark an Giacometti, Klee, Picasso und solchen Dingen orientiert. Und bin dann, was für diese Zeit ja normal war, in die Auseinandersetzung mit der gegenstandslosen Kunst gekommen und hatte Heroen während meines Studiums wie Ed Reinhardt oder Barnett Newman und habe eigentlich schon erste Erfolge gehabt mit einer Arbeit, wie sie auch Blinky Palermo entwickelt hat, also alles auf eine Reduzierung auf ganz subjektive Elemente, bis ich eines Tages während eines Paris-Stipendiums vor den Werken von Delacroix gedacht habe, als ich der Tod des Sardanapal, dieses große orgiastische Bild, da habe ich gedacht, eigentlich will ich was machen, wollte ich doch was machen, was mit dem Leben zu tun hat und was also voll sinnlich verrückt, wo mir jede Möglichkeit zur Sprache, zum Ausdruck da ist. Und dann habe ich mir gesagt, es ist mir eigentlich völlig egal, wie jetzt aus den Augen mancher Leute die Kunstgeschichte zu laufen hat. Ich male wieder figurativ, ich mache die Dinge, die mich bewegen, die ich sehe. Und das habe ich gemacht, ohne zu wissen, haben andere in meiner Generation ähnlich gedacht. Und als ich in den 80er Jahren, als ich dann zurückkam, habe ich festgestellt, dass sich da was verändert hatte. Und dann kam ja dann dieser große Aufbruch und
die Ausstellung Rundschau Deutschland, die ich dann organisiert habe, wo ich dann zwischen Hamburg, Düsseldorf, Köln und München das Extrakt dieser Generation zusammengefasst habe. Du bist ja nicht nur Maler, du bist Skulpteur, du bist Innenausstatter, du bist in allen möglichen Bereichen tätig. Du bist Verleger gewesen, du hast die Zeitung Pointure rausgebracht, du hast mit einigen anderen Künstlern den Tenaya 9 Verlag gegründet. Du hast also auch gar keine Berührungsängste mit Dingen, die jetzt nicht rein mit dem Kunstbegriff des Malens zu tun haben. Ja, also mein Selbstverständnis, denke ich, ist wieder ganz radikal modern, obwohl das Konzept alt ist. Ich denke, wenn man die Biografien, sagen wir mal, der Künstler der Renaissance liest, ein Lukas Cranach, der gleichzeitig Bürgermeister, Stadtbauarchitekt, Apotheker, Berater der Kirche, oder ein Rubens, der als Botschafter an den spanischen Hof gegangen ist, waren die Künstler doch bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer universell in ihrem Anspruch angelegt. Und es gab nichts, was sie nicht getan haben. Ein Leonardo war sich nicht zu schade, große Feste zu inszenieren. Oder ein Raphael hat eben Mode gemacht. Und all die Bereiche der Gestaltung, von Mode bis Design, alles war eigentlich Sache des Künstlers, das, was das Auge betraf. Und die Herrscher der Welt, wie auch die Kaufleute der Welt, ob Venedig oder sonst was, alles hat sich dargestellt durch die Kunst. Alle Aussagen, alles hat sich niedergeschlagen, die Geschichte der Familien, alles, alles. Und irgendwo ist ja dann im 20. Jahrhundert alles immer mehr auf die Fachidiotie zugelaufen. Und genauso musste dann der Künstler eine Schublade bekommen. Und in dieser kleinen, engen Schublade suchte er nach einer Mikrobe sozusagen. Und das ist ein Bild des Künstlers, was mich überhaupt nicht interessiert. Und ich finde es einfach so spannend, völlig offen zu sein, merke aber, dass ich überall Tabus berühre, was mir aber inzwischen, es gab eine Zeit, da war das schon schwierig, diese polarisierende Sache, dass man merkte, dass manche, was macht der denn jetzt wieder oder so. Aber heute bin ich da vollkommen durch und ist mir völlig egal. Ich bin offen, eben vom Bühnenbild bis in Architektur, von Film, Fernsehen bis zum Internet. Das Polarisieren ist, sagen wir, auch in deiner Arbeit höre ich das auch oft, ja, weil die Leute, also ob das Künstler sind oder Kritiker, versuchen oft, dich in eine Sparte zu drängen, die sehr an die Anlehnung von Matisse sich darauf bezieht oder auch, sagen wir, auch viele, viele Elemente von Picasso beinhaltet. Und das wird dir irgendwo schon von manchen Leuten übel genommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder spürst du das auch? Ja, sicher spüre ich das und es gibt ja viele Diskussionen darüber. Für mich ist es halt eine sehr oberflächliche Sehweise, weil Kunst kommt immer von Kunst und jeder Künstler, genau betrachtet, hat seine Vorläufer. Im Film, in der Musik ist das völlig normal, man hat gar keine Probleme damit, dass ein Miles Davis oder selbst ein Mick Jagger, jeder irgendwo im Blues oder irgendwo Bezüge hat, auf die er aufbaut. Aber wenn man eben dann hergeht und sagt, gucken wir uns mal einen Chesney mit einem Picasso oder Matisse an, sieht man, dass es doch was ganz anderes ist, dass die Verwandtschaft einfach in der Entscheidung bestimmter Stilmittel, die reine Farbe zum Beispiel, die ich benutze, oder die Benutzung der Linie. Aber letzten Endes bei genauer Betrachtung entsteht eine neue Welt und genauso wie Picasso sich an Toulouse-Lautrec in der blauen Periode oder an El Greco bezogen hat, so gibt es Dinge, die mich wieder mit Matisse und Picasso verbinden. Und ich habe nicht nur, dass ich kein Problem damit habe, ich fühle mich da sehr wohl, bin stolz darauf, dass diese beiden Künstler für mich wichtig sind. Für mich sind sie bis in die 50er Jahre die wichtigsten Künstler. Also muss notgedrungen meine Arbeit, wenn sie denn wirklich wichtig und gut ist, auch was mit ihnen zu tun haben.
Stefan, du unterhältst mehrere Ateliers, eins hier in Köln, eins in Südfrankreich, eins in Mystique in der Karibik. Du hast für mich immer schon unglaubliche Kontakte zu den unterschiedlichsten Leuten gehabt, ob das jetzt die hohe Industrie war oder der Hochadel oder Schauspieler und Celebrities. Würdest du dich als Jet-Set-Künstler sehen? Auf keinen Fall, das ist natürlich ein sehr oberflächlicher Begriff für den Zusammenhang von Leuten, die in diesem Bereich extrovertiert sind. Die meisten Leute sind ja eher ruhig und zurückhaltend und meiden das. Man kann ja auch sagen, war Medici Jet Set zum Beispiel. Letztlich waren das gehörten Medici und der Herzog von Urbino oder sonst wie auch zu den großen Familien. Und es ist einfach für einen Künstler, ich sage nicht nur spannend, sondern er hat überhaupt nur eine Chance, seine Visionen und Träume zu realisieren, wenn er im Kontakt mit denen ist, die die Welt bewegen in irgendeiner Weise. Ob das jetzt ein Unternehmer ist oder ein Schauspieler ist, wie Pierce Brosnan, der selber zum Beispiel Maler war, mit dem ich eben eine Freundschaft auch verbindet über die Kunst. Wir haben schon zusammen gemalt oder so, wir reden ständig über Kunst und er hat eben auch Freunde, die nicht nur mit dem Film zu tun haben. Und ich weiß das ja, wie du weißt, auch von anderen Kollegen wie George Kondo, der mit Ringo Starr befreundet ist oder so, dass einfach wichtig ist, dass man mit Leuten zu tun hat, die selber auch so aktiv sind, die auch was bewegen und bewirken. Und dann entsteht eine Synergie, die einfach so stark ist. Und das ist das, was einen interessiert. Und deshalb ist es sehr spannend für einen Künstler, immer in diesen Energiefeldern auch anderer Persönlichkeiten zu stehen. Das heißt eigentlich auch, dass man natürlich, man braucht eine Lobby. Man muss das auch aufbauen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen bei dir passiert, sondern du hast, wie gesagt, 20 oder 25 Jahre daran gearbeitet. Sonst hat sich in die Richtung bewegt. Aber Lobbyismus ist auch in der Kunst ein Thema. Das ist absolut ein Thema. Und es ist so, dass ich auf der einen Seite wirklich einen sehr langen, auch harten Weg hinter mir habe. Und es hat letztlich ja, sag mal, doch 15 Jahre gedauert, bis ich von einem Bild leben konnte. Es war wirklich so schwierig, wie man sich das vorstellt. Und eben, ich denke heute ganz anders über die Voraussetzungen nach, die ein Künstler haben muss. Er muss eben neben seiner Begabung auch noch andere Dinge mitbringen. Er muss Kaufmann sein, er muss einfach sowohl ein Verhältnis zur Irrationalität, zur Vision und Traum haben, als auch eine Vorstellung davon ist, wie man mit diesem Dickicht der Realität fertig wird und sich da durchsetzt. Und dazu gehört eben auch Kommunikationsformen, Umgang mit Menschen und eben dieses Anerkennen der Wirklichkeit, wie sie nun mal ist, ob es jetzt die Zusammenarbeit mit Galerien, Museen oder den Medien ist. Und das ist einfach für mich auch dann der Begriff der Professionalität. Und ich habe da sehr viel gelernt in Amerika, muss ich sagen, im Unterschied zu hier. Hier habe ich das Gefühl, wir haben ein Heer von Hobbykünstlern, also Sonntagskünstlern oder Lehrerkünstlern oder so etwas, die einfach nicht wirklich sich bewusst sind, was auch medial das bedeuten kann und möglich ist. Während ich weiß noch, dass ich, es ist schon gut 12 Jahre her, als ich das erste Mal Julian Schnabel besuchte und bei ihm arbeiteten 14 Leute. Und er hatte alleine eine Frau nur für den Pressebereich, die jeden Tag mit Redaktionen telefoniert hat, was können wir für Geschichten machen und so weiter. Das ist hier völlig unbekannt. Also hier sind die Wege sehr verbohrt und verdreht und viele sind stolz auf ihre linkische, nicht professionelle Haltung und
eigentlich ist es irgendwann nicht mehr sehr spannend. Ne? Ja, da sind wir auch beim nächsten Thema. Die neue Wege zu finden, wie ich Kunst promote, in dem Fall ist das das richtige Wort, glaube ich, oder vermarkte, oder wie finde ich mein Forum, wie finde ich die Leute, die sich für meine Sachen interessieren, wie mache ich meine Kunst sichtbar. Und wir haben mal über ein Thema gesprochen, das alle im Moment interessiert, ist das Internet natürlich. Gerade für die bildende Kunst, die ja ein visuelles Medium ist, wird das Internet eine totale Veränderung haben. Wir werden uns in dieser Richtung emanzipieren und gehen, in dem Film und Musik schon lange sind. Das heißt, das Medium wird in der Multiplizierbarkeit eine größere Rolle spielen als das Original. Das tut manchen weh und manche jammern, indem sie sagen, aber nur das Original ist das Wesentliche. Aber es ist wirklich vergleichbar mit einer Musikgruppe, die live auftritt, und der Konserve davon. Und es wird jetzt in der bildenden Kunst, in der Malerei, Fotografie, in allen sichtbaren Dingen eben auch die Konserve geben. Und das wird erst richtig benutzbar durch das Internet, indem man entweder sich praktisch das runterlädt, ausdruckt, ausplottet, an die Wand hängt. Man kann sich ja da alle möglichen Variationen vorstellen. Wie aber auch die Entwicklung so sein wird, dass eben an den Wänden Screens hängen, die Multifunktionen haben, aber wo einer nach Hause kommt und sagt, ach, jetzt habe ich so die Stimmung, jetzt lege ich mir eine CD von Sting auf und dazu die Bilder von Chesney. Dann tippe ich das ein und auf den ganzen Bildern in der Wohnung erscheinen, auf diesen dünnen Flachscreens erscheinen die Bilder. Am Abend zum Essen lädt er seine Freunde ein und sagt, meine Güte, jetzt wäre vielleicht so eine Warhol-Stimmung schön. Die Botschaft, die man eigentlich hat im Bild, in dem Ausdruck, die bleibt meines Erachtens auch auf dem Screen erhalten. Es ist nicht so, dass, wie manche sagen, dass nur das Original in seiner Ganzheit den Ausdruck wiedergibt, sondern ob jetzt eine Reproduktion in einem Buch oder auf einem Fernsehschirm. Es ist eine Konserve dann, ähnlich wie in der Musik und im Film. Aber die Verbreitungsmöglichkeit ist einfach eine völlig andere. Und wir haben ja im Moment eine wunderbar kreativ, ich sag mal fast anarchistische Situation im Internet, dass alle bisherigen Wege, Vertriebswege, von Kultur aufgebrochen werden, in dem alles möglich ist und jeder kann etwas Interessantes finden, kann sich damit beschäftigen und einklinken an jedem Punkt der Erde. Und das bietet natürlich gerade für die Kultur eine Plattform, die sozusagen dem Freiheitswillen der Kultur typisch ist. Ja. Und nichts ist deshalb als Austausch- und Dialogmedium so spannend wie das Internet. Es gibt keinen Vergleich in der gesamten Menschheitsgeschichte, was natürlich da jetzt stattfindet. Und das wird natürlich das gesamte Denken verändern, die Rezeption verändern und wird auch die Benutzbarkeit, sage ich mal, von Kunst. Also Kunst wird ja auch Kultur wird konsumiert und das Konsumieren wird eben anders stattfinden und anders sein. Würdest du dich als Genussmensch betrachten oder bezeichnen? Absolut. Also ich denke, ein wesentlicher Punkt, dass ich kein Bankmanager geworden bin und kein Mathematiker, ist der, dass ich ganz existenziell an allem Sinnlichen, vom Erotischen bis zum Gaumen, vom Ohr, an allem interessiert bin, mich als Mensch ganzheitlich einzubringen und zu erfahren. Natürlich lebe ich auch ein Leben vor, was eben nicht das normale Leben ist. Und das ist aber sehr wichtig, um einfach Anregungen zu geben, wie vielfältig, wie wunderbar das alles sein kann. Ja. Um das zu vermitteln, muss ich auch an Orte gehen, die vielleicht andere sozusagen als das irdische Paradies oder als die Orte betrachtet, wo man einfach in Licht, Luft, Lebensgefühl, Lebensqualität
etwas erlebt, was einen hochzieht.